Hallo, danke, dass ihr wieder hier bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid bereit für ein neues Jahr. Ich bin Mari. Ich weiß, dass ihr schon oft alle möglichen Theorien und Versionen des Gesetzes der Anziehung gehört habt. Es gibt unzählige Videos darüber auf YouTube, aber es gibt bestimmte Aspekte, die ich bei anderen noch nicht gesehen habe. Um zu manifestieren, was du willst, musst du bestimmte Aspekte hinter den Prinzipien des Gesetzes der Anziehung erfüllen. Du musst sehr klar sein und dich auf das konzentrieren, was du willst. Das ist grundlegend, denn wenn du heute etwas willst, und morgen etwas anderes und übermorgen wieder etwas anderes, kann das Universum nicht das entwickeln, was du willst, denn das ist so, als würdest du an einem Projekt arbeiten und dann zum nächsten und dann wieder zum nächsten springen, bevor du das erste beendet hast. Das bedeutet, dass du dich selbst kennen musst und wissen musst, was für dich in diesem Moment am wichtigsten ist und welche anderen Dinge folgen sollen, nachdem du das erste oder die ersten erledigt hast. Klarheit und Konsequenz in Bezug auf das, was du willst, ist hier ein Schlüsselfaktor. Arbeite an der ersten Sache und gehe dann systematisch und geordnet zu den anderen über. Du kannst mit dem wichtigsten Ziel beginnen und dann zum nächsten übergehen, oder du kannst mit dem einfachsten Ziel beginnen, um deinen Geist auf das Erreichen des Ziels einzustimmen. Manifestiere dir zum Beispiel eine Tafel Schokolade, wenn du dir eine wünschst. Das nächste, was du über das Manifestieren von Dingen in deinem Leben wissen musst, ist, dass es nicht ausreicht, sie sich zu wünschen. Das Universum wird die Tafel Schokolade nicht wie von Zauberhand aus dem Nichts vor dir erscheinen lassen. Du musst aktiv werden, was du dir wünschst, und das bedeutet, dass du dich von deinem Stuhl erheben und zum nächsten Supermarkt gehen musst, um nach einer Tafel Schokolade zu fragen und sie zu kaufen. Du magst jetzt sagen, dass das keine Manifestation war, sondern der Kauf der Schokolade, aber es ist dasselbe wie eine Manifestation, denn du brauchtest eine fokussierte Absicht und einen Plan, um die Aufgabe, die Schokolade zu bekommen, zu erfüllen. Außerdem musste es in deinem Leben eine höhere Priorität haben als andere Dinge, die du mit deiner Zeit hättest machen können. Das Beispiel mit der Schokolade ist weder einfach noch grundlegend, wie du vielleicht auf den ersten Blick denkst. Ich benutze es als Beispiel dafür, dass du deinen Wünschen im Leben Priorität einräumen musst, sie wichtig machen, dich darauf konzentrieren und dann die nötigen Schritte unternehmen musst, um sie zu erreichen. Die Schritte, die nötig sind, um die Schokolade zu bekommen, sind einfach und leicht zu verstehen, aber die Schritte, um etwas anderes zu erreichen, sind vielleicht nicht so klar, je nachdem, was du willst natürlich. Deshalb ist es wichtig, zu recherchieren und darüber nachzudenken, wie du das, was du dir wünschst, erreichen oder erhalten kannst, zu verstehen und eine Liste der Schritte zu erstellen, die du brauchst, um das zu erreichen, was du willst, bedeutet, dass du dich eine Reihe von Hindernissen stellen musst, die du überwinden musst. In dem Beispiel mit der Tafel Schokolade könnte ein Hindernis darin bestehen, das nötige Geld für die Schokolade zu besorgen und dann eine belebte Straße zu überqueren. Aber es gibt auch andere Arten von Hindernissen, die nicht so leicht zu erkennen sind. Zum Beispiel, dass du deine Agoraphobie überwinden musst, eine Situation, die bei Sternsamen sehr verbreitet und durchaus verständlich ist. All das führt uns zum nächsten Schritt. Die Überwindung unklarer Hindernisse und die schwierigsten davon sind deine eigenen psychologischen Barrieren. Eine davon könnte die Opfer-Niederlagen-Mentalität sein, bei der du immer denkst, dass du nicht tun kannst, was du willst, weil du nicht in der Lage bist, alles zu tun, was nötig ist. Oder dass deine Familie und deine Freunde dich nicht lassen werden. Dann hast du vielleicht ein geringes Selbstwertgefühl, weil du keinen Antrieb hast, etwas zu erreichen, weil du lieber da stehst und dich selbst bemitleidest, weil du das Gefühl hast, nichts wert zu sein und völlig überzeugt bist, dass deine Existenz in diesem Universum ein Fehler ist. In diesem Universum gibt es keine Fehler, mein Freund. Alles existiert und ist aus einem bestimmten Grund da, und das schließt dich als einzigartigen Ausdruck der Quelle ein. Du bist die Quelle selbst, die eine Erfahrung als du macht. Wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du deprimiert bist,
dann liegt das daran, dass du nicht in Einklang mit deiner wahren Lebensaufgabe bist. Das bringt uns zum nächsten Punkt, den wir hier besprechen wollen, deinen wahren Lebenszweck. Niemand kann dir sagen, was es ist, das musst du selbst herausfinden und wissen. Aber du kannst es nicht wissen, wenn du von Hindernissen, Ablenkungen und Lärm aller Art umgeben bist. Genauso wie du wissen musst, welche Ziele du erreichen willst, brauchst du Konzentration, um deine wahre Berufung zu erkennen. Das bringt uns zu den Hindernissen, Ablenkungen und dem Lärm, und es gibt nichts, was mehr von all dem erzeugt als ein toxisches soziales und physisches Umfeld. Deshalb musst du aus diesem Umfeld herauskommen, um das zu erreichen, was du in deinem Leben willst und brauchst. Wenn du dir anschaust, was ich gerade gesagt habe, sieht das wie eine einzige komplizierte, unüberwindbare Masse aus. Also gut, um all diese Hindernisse zu überwinden und alles Notwendige zu tun, um deine Ziele zu erreichen, musst du die beste Version von dir selbst werden. Ja, das habe ich schon oft in anderen Videos erwähnt, aber was genau meine ich damit, die beste Version von euch selbst zu sein? Und was noch wichtiger ist, wie kannst du die beste Version von dir werden? Das ist der wichtigste Aspekt des Gesetzes der Anziehung und der Schlüsselfaktor, der dein Leben und alles, was darin geschieht, kontrolliert, denn du bist deine Umstände. Die Welt, in der du lebst, was in ihr geschieht und wie du sie wahrnimmst, ist nur ein Spiegelbild dessen, wer du bist. Denn die äußere Welt ist nur eine Illusion, sie ist die Manifestation dessen, wer du früher warst und wer du heute bist, aber vor allem dessen, was du jetzt bist. Wenn du gezielt an dir arbeitest, um dich selbst zu verbessern, und wenn du Fortschritte machst und erfolgreich bist, wirst du alles, was du willst und brauchst, auf einmal manifestieren und nicht unbedingt in der Reihenfolge vom einfachsten zum kompliziertesten, die ich dir zu Beginn dieses Videos erklärt habe. Das bedeutet, wenn du dich selbst in Ordnung bringst, werden sich auch dein Leben und deine Umstände in Ordnung bringen. Egal, wie schwer es aussieht oder wie unmöglich die Aufgabe zu sein scheint. Andererseits musst du dich selbst kennen und in der Lage sein, eine Liste mit den Dingen zu erstellen, die du an dir verbessern musst. Zum Beispiel die Liste der schlechten Angewohnheiten und Süchte aller Art, wie Essen, soziale Medien, sinnloses Scrollen auf deinem Handy oder harte Drogen. Es ist alles das Gleiche. Sie alle sind Dinge, die du aus deinem Leben streichen musst. All das lässt dich denken, dass du einen starken Willen brauchst, und ja, den brauchst du. Aber das Problem ist, dass das nicht ausreicht, und du musst die nächste Sache verstehen und wissen. Ein starker Wille ist notwendig, ja, aber du musst wissen, womit du es zu tun hast. Du bist nicht dein Körper und du bist nicht dein Geist. Du bist das Stück des unendlichen Quellbewusstseins, das alles von hinten beobachtet. Dein Geist und dein Körper funktionieren mit einem Programm, das durch Wiederholung und Gewohnheit geformt und gestaltet wurde, vor allem weil du andere Menschen um dich herum als Überlebens- und Bewältigungsmechanismus kopierst. Das bedeutet, dass deine Bemühungen, die beste Version von dir selbst zu werden, ständig mit deinem eigenen Geist und deinem Körperprogramm kollidieren. Das bedeutet, dass dein Körper, dein Gehirn und dein Geist die größten Hindernisse sind, die du überwinden musst. Deine täglichen Gewohnheiten, die sich wiederholenden Gedanken, die du zu jeder Tageszeit durchgehst, und wenn der eine oder andere Umstand vor dir auftaucht, werden vom sehr mächtigen Un- und Unterbewussten gesteuert. Du bist ständig mit emotionalen und verhaltensbezogenen Auslösern konfrontiert, die dich dazu bringen wollen, so weiterzumachen, wie du dich bisher verhalten hast. Obwohl du bewusst weißt, was du tun und ändern musst, werden dein Geist und dein Körper dich hartnäckig dazu zwingen, so zu reagieren und zu leben, wie du es immer getan hast. Das bedeutet, dass du Strategien entwickeln musst, die deinem starken Willen helfen, sich gegen deine unterbewusste Programmierung durchzusetzen. Ein Beispiel für diese notwendigen Strategien wäre, eine Art Barriere zu entwickeln oder zu bauen, die dich physisch davon abhält, die schädliche Aktivität auszuüben, die du aus deinem Leben streichen möchtest. Auf diese Weise kannst du in einem Moment der Schwäche nicht auf das Unerwünschte zugreifen, weil es unter Verschluss ist, ein Verschluss, den du errichtet hast,
als es dir am besten ging. Und das muss nicht unbedingt ein Schloss sein, sei kreativ. Als nächstes musst du Dinge und Menschen in deinem Leben beseitigen, die deinem Fortschritt im Wege stehen. Dazu gehören auch Freunde und Familienmitglieder, die für dich giftig sind. Vergiss nicht, dass auch der Familienstammbaum beschnitten werden muss. Toxische Familienmitglieder sind die Menschen, die dich runterziehen und dich so reagieren lassen, wie du es immer getan hast, weil sie nicht nur Teil deines Reaktionsprogramms sind, sondern auch die hartnäckigsten Teile deines Unterbewusstseins programmiert haben und äußerst effizient darin sind, alle deine emotionalen und reaktionären Knöpfe zu drücken. Das gleiche gilt für Freunde und Bekannte, obwohl es einfacher ist, sie loszulassen. Denke daran, dass du das Ergebnis der durchschnittlichen Inhalte bist, die du konsumierst, der Informationen, die du liest und in dich aufnimmst, und der Menschen, mit denen du am meisten in deinem Leben interagierst. Bleibe nur mit den Menschen, Freunden und Familienmitgliedern zusammen, die dich unterstützen und dir Liebe entgegenbringen. Ich weiß, dass das nicht immer möglich ist, aber das ist etwas, von dem nur du wissen kannst, wie du es machen kannst und wen du aus deinem Leben streichen solltest. Du musst deine gesamte Mentalität ändern, die Art und Weise, wie du alles, was dich umgibt, wahrnimmst, interpretierst und ihm einen Sinn gibst, um die beste Version von dir selbst zu werden, was der Verschmelzung mit deinem höheren Selbst oder einer Version davon gleichkommt. Um die beste Version deiner selbst zu werden, musst du dein jetziges Umfeld so weit wie möglich verändern, um mit einem neuen Leben anzufangen. Deshalb ist es auch ratsam, deine Heimatstadt zu verlassen, wann immer es möglich ist, denn alles dort, Orte und Menschen gleichermaßen, wird dich daran erinnern, wer du früher warst, und deshalb werden die vergangenen Verhaltensweisen, die du überwinden und aus deinem Leben tilgen willst, weiter genährt und verstärkt. Ich weiß, dass das oft nicht möglich ist, vielleicht weil du nicht die Mittel und Ressourcen dazu hast, aber wenn du kreativ und stark genug bist, kannst du mit minimalen Mitteln eine dramatische positive Veränderung in deinem Leben erreichen, ohne dass du dich von dort weg bewegen musst, wo du dich gerade befindest, oder so wenig wie möglich, je nach deinen derzeitigen Möglichkeiten. Unerwünschte toxische Menschen aus deinem Leben auszuschneiden ist viel wichtiger für dein Vorankommen im Leben als einfach wegzuziehen, obwohl diese zweite Option natürlich auch das Ausschneiden all dieser Menschen beinhaltet. Der nächste Schritt, nachdem du giftige Menschen aus deinem Leben gestrichen hast, ist ein weiterer äußerst hilfreicher Schritt. Du musst all die unterstützenden und gleichgesinnten Menschen, Freunde und Familienmitglieder in dein Leben aufnehmen, die dich nähren und dein Wachstum vorantreiben. Menschen, die dich unterstützen und dich immer wieder an deine besten Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten erinnern, sind der beste Weg, damit du nicht mehr von den giftigen Menschen in deinem Leben ausgelöst und heruntergezogen wirst. Sei vorsichtig und achte darauf, mit wem du zusammen bist, denn sie bestimmen, wer du bist und wie du dich selbst wahrnimmst. Und ja, es ist möglich, das alles allein zu schaffen, als einsamer Wolf, wie man sagt. Es kommt nur auf deine Charakterstärke, deine Werte, deine Pläne und deine persönlichen Vorlieben an. Um giftige Menschen aus deinem Leben entfernen zu können, musst du zuerst lernen, die Vergangenheit loszulassen. Du musst lernen, ganz allgemein loszulassen. Die Vergangenheit loszulassen bedeutet nicht, sie zu vergessen, denn es gibt dort viel zu lernen, harte Lektionen und Ereignisse, die du nicht wiederholen möchtest. Aber schwelge nicht sehnsüchtig und melancholisch in der Vergangenheit, denn die Vergangenheit ist vorbei, und um dein Leben zu verbessern, musst du an dem arbeiten, was als nächstes kommt, denn so kannst du deine Zukunft besser gestalten als all die vergangenen Ereignisse und Umstände, die du vielleicht vermisst, all die, die du für die guten Zeiten hältst. Aber die werden nie wiederkommen. Deshalb sind die wirklich guten Zeiten die, die ihr schaffen und manifestieren könnt, wenn ihr die beste Version von euch selbst werdet. Denke daran, dass du sein musst, wer und was du im Leben willst. Es gibt noch viel mehr zu sagen, also erwarte bald ein weiteres Video zu diesem Thema. Ich danke euch, dass ihr euch mein Video angesehen habt, dass ihr es geliked und abonniert habt und für eure Spenden.
die ich sehr zu schätzen weiß. Ihr alle habt mein Leben verändert, meine Freunde. Passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal hier. Mit viel Liebe, deine Freundin Mari Saru. Wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier.